Hey, hallo und willkommen zurück zu Die Sims 3 und der No Money Challenge. Wir sind wieder zurück am Stüssel nach meinem 8-Wochen-Tag. Ja, ich weiß, die Woche hat nur 7 Tage, meine hat irgendwie 8 Arbeitstage. Und jetzt geht's weiter. Ohne Pause, ohne Tage, wo nichts kommt. So, alles klar. Wo waren wir stehen geblieben? Wir sind mit unserem kleinen Baloo auf dem Weg zum Herbstfest. Ist das das Herbstfest? Ich weiß es gar nicht. Ja, muss ja. Okay, Schnüffel, Schnüffel. Voll niedlich, oder? Okay, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen schneller. Denn das kann sich, so wie es aussieht, nur noch um Stunden handeln. Denn wo wollen wir denn hin? Oh mein Gott. Warum läuft er nicht da lang? Wir wollen noch dahin, oder? Nein, wir wollten ja ans andere Ende der Stadt, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Okay, ich würde sagen, wir machen mal ganz schnell, damit wir heute noch ankommen. Und das ist dann unser erster Spaziergang mit unserem kleinen, jetzt großen Baloo. So, ich hoffe, wir sind gleich da. Und dann werde ich euch mal sagen, was für heute der Plan ist. Der Plan für heute ist auf jeden Fall, dass wir zu diesem Fest gehen oder was auch immer. Wo wollten wir denn eigentlich hin, Mensch? Spaziergang mit Ziel, genau, mehrfach. Naja, wir werden gleich sehen, wo wir ankommen. Okay, auf jeden Fall, das ist der Plan. Aufwärmen. Es gibt kalt und es gibt eiskalt. Dein Sim träumt davon, einen warmen Mantel. Oh mein Gott, wie kalt ist es denn? 0 Grad, okay, alles klar. Und er ist kurzärmlich. Das ist dann also definitiv zu verstehen oder nachzuvollziehen. Oh mein Gott, das sah gerade aus, als wäre er vom Auto überfahren worden. Okay, sind wir nicht mal bald da? So, der Plan für heute ist auf jeden Fall, dieses Fest zu besuchen. Und der Plan ist auch, dass wir mal schauen, dass wir malen lernen oder weiter malen lernen. Wir hatten ja im letzten... Oh mein Gott. Hoffentlich erkältet sich unser Luke nicht. Wir hatten ja im letzten Part angefangen, unser erstes Bild gemalt und heute schauen wir mal, dass wir das fortführen können. So, damit wir fit für den Winter sind, was das angeht, um uns ein paar Simoleons dazu zu verdienen können. Meine Güte, was ist das? Zähne klappern. Oh, okay, alles klar, Luke ist Tatsache kalt. Wo wollen wir denn jetzt hin, verdammt? Oh mein Gott, wir sind Tatsache... Wir sind tatsächlich schon bis ans andere Ende der Stadt gelaufen. Schaut euch das an. Ist es nicht krass? Über die große Brücke. Oh mein Gott. Energie niedrig. Okay, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir brechen das Ganze einfach ab. Denn ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, dass wir irgendwie schneller an unser Ziel kommen. So, deswegen brechen wir das Ganze jetzt mal ab. Baloo, kommst du auch mit? Baloo? Nein, unser Hund! Nein, Baloo! Oh mein Gott, was ist hier los? Der arme Hund! Oh mein Gott! Jetzt haben wir unseren Hund einfach dort gelassen. Oh mein Gott, was passiert? Extreme... Jetzt ist es eindeutig zu kalt, wenn sich... Oh mein Gott, wir sollten die Kälte nicht unterschätzen. Und vor allem sollten wir Luke was Wärmeres anziehen. Das werden wir, glaube ich, gleich mal machen. Wenn wir zu Hause ankommen. Wenn wir nicht schon vorher eingefroren sind. Oh mein Gott, guckt euch seine Farbe an. Ich weiß gar nicht, ob da etwas passieren kann. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ob da etwas passieren kann, wenn wir unseren Sim jetzt nicht schnell in die Wärme bringen. Oh mein Gott. Eigentlich im Auto müsste er sich ja jetzt schon halbwegs aufwärmen, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Was ist das? Zu frösteln beginnen. Oh mein Gott. Okay, wir sollten echt Tatsache... Warte mal, können wir jetzt eine warme Dusche nehmen? Extrem duschen bis extrem sauber. Wir probieren das einfach mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir ihn jetzt... Kommt der Baloo jetzt auch? Baloo? Oh mein Gott, der ist immer noch am anderen Ende von der Stadt. Oh mein Gott.
Ah, okay, der rennt auch zur Bahn. Ah, verstehe. Sehr schön. Gut. Oh mein Gott, denen geht's beiden schlecht. So, hoffentlich kriegt unser Luke jetzt gleich wieder eine normale Farbe. Hunger sehr niedrig. Energie sehr niedrig. Oh mein Gott, wir können ihn auf jeden Fall noch auf Toilette schicken. Und dann in unser neues Bett. Denn das haben wir ja neu gekauft gehabt, damit er auf jeden Fall nicht mehr so lange braucht, bis er ja, ausgeschlafen ist. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall mal so machen. Warte mal, bevor wir ihn ins Bett schicken, benutzen. Wieso? Nein. Warte mal, wir werden ihn auf jeden Fall mal vor den Spiegel schicken. Ich weiß gar nicht, geht das bei Sims 3 mit dem Spiegel? Wir haben keinen. Alles klar, hat sich erledigt. Wir haben keinen. Wir haben 502 Simoleons, da werden wir uns doch mal einen leisten können. Oder wir gucken mal nach einer Kommode, das machen wir. Oh mein Gott, Herzinfarkt, jetzt ist uns der Luke fast erfroren. Dass das geht, das hätte ich echt nicht gedacht. Muss ich ganz ehrlich. Wow. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Babytisch? Was ist das? Das ist nicht schön. Die Kommode. Die ist schon ganz gut, aber es geht. Wobei, die passt eigentlich zu der Farbe vom Bett. Wir stellen die mal hin. Und dann können wir ja mal die Farbe vom Bett nehmen. Das Holz. So. Und dann färben wir die Kommode einfach ein, dass es passt. Denn das geht ja bei Sims 3. Wuhu. So, okay. Ich würde sagen, passt. Okay, perfekt. Sehr schön. Schon gar nicht mehr daran gedacht, dass das hier geht. So, dann werden wir den Luke mal schlafen lassen. Und dann werden wir danach das Outfit planen. Wieso machst du ein Nickerchen? Nein! Schlaf doch einfach mal richtig. Extrem. Ach so, alles klar, extrem schlafen. Er macht ein Nickerchen, weil ich ihm das befohlen habe. Verstehe. Gut, unser Briefkasten steht verkehrt. Wieso sieht das hier so aus, wie es aussieht? Oh mein Gott, der Luke. Wärmt er sich jetzt auf? Noch 51 Minuten. Brr, jetzt ist es eindeutig zu kalt. Wenn sich Luke nicht bald aufwärmt, wird er garantiert einfrieren, weil es ihm zu kalt ist. Oh mein Gott, ist unser Balloon mittlerweile wieder da? Er kommt. Oh je. Ach je. Der arme Hund aus Napf fressen und dann würde ich mal sagen, kann er mal noch schnell kauen und danach auch noch ein Nickerchen machen oder schlafen, damit wir uns um den Balu auch noch kümmern. Okay, alles klar. Auf geht's. Ich weiß, dass du müde bist. Tut mir leid, Hund. Tut mir leid, Luke. Oh mein Gott, damit haben wir uns jetzt fast ein Eigentor geschossen. Es ist Montag um 9 und wir gehen gerade mal ins Bett. Oh mein Gott. Wir sollten uns echt mehr Ziele suchen, die wir zum Spazierengehen auswählen. Regnet das rein? Nee, das sah nur so aus. Alles klar. Damit wir nicht erfrieren oder nicht so lange unterwegs sind. Alles klar. Auf jeden Fall weiß ich jetzt Bescheid. Wieso schläfst du nicht einfach noch ein bisschen? Schlafen. Schlafen. Geh schlafen. Balu, geh schlafen. Los. Tu es. Do it. Und ich würde sagen, wir machen den Luke einfach wieder wach. Denn wir haben ja heute noch was anderes vor. Wir werden mal Reste essen, Reste vom Apfelpfannkuchen. Und dann würde ich sagen, malen wir ein Bild oder wir rufen mal. Wir können ja mal wieder die Lola anrufen. Das ist eine gute Idee. Mit der haben wir ja lange nicht irgendwie geschnackt oder die haben wir lange nicht gesehen. Von daher machen wir das einfach. So, unser Garten, da ist immer noch nichts. Da müssen wir mal schauen, dass wir da auch noch ein paar Samen finden, die wir auch schon pflanzen können. Wir haben zwar schon die Tasche voller Zeug, aber alles irgendwie Sachen, die wir nicht pflanzen können. Ich weiß gar nicht, vielleicht können wir ja auch etwas bestellen. Ich bin mir nicht sicher. Doch, doch, bei dem, na, wie heißt es hier, Lebensmittel. Laden. Da können wir, glaube ich, Obst und Gemüse kaufen, wo wir dann zum Beispiel einen Apfel pflanzen können. Das machen wir.
Das machen wir. Ja, das machen wir. So, Luke. Was hältst du davon, anstatt das auf den Tisch zu stellen, einfach mal direkt abzuspringen? Oh mein Gott, was war das? Wow, so gruselig. Das ist verdammt gruselig. Okay, das ist die Männerlogik. Das kenne ich irgendwoher. Anstatt das Geschirr gleich in den Geschirrspüler zu räumen, nein, wird es genau daneben in das Waschbecken gestellt. Oder stehen gelassen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Wir verpassen dem Luke jetzt mal ein Outfit. Mit langen Ärmeln, damit er nicht mehr friert, wenn wir rausgehen. Oh nein! Jetzt ist das Bett im Weg. Ich glaub's ja nicht. Warte mal. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's nicht. So, jetzt müsste das gehen. Outfit planen. Wow. Erstelle einen Haushalt, wird geöffnet. Alles klar, sehr schön. Okay, dann geben wir ihm ein neues Outfit. Oh mein Gott, das war mir nämlich echt zu heiß gewesen gerade. So, Alltagskleidung. Und da hat er ja die kurzärmlichen Sachen. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir ihm einen neuen Pullover geben. Hallo, Alltagskleidung. Das ist definitiv nicht seine Alltagskleidung. So, okay. Schon besser. Was haben wir denn da? Ich hätte gern ein Oberteil, was natürlich auch zu ihm passt. Es muss natürlich ein bisschen cool sein, ein bisschen frech und natürlich zu seinem Look passen. Also das ist ja nur wirklich das Wichtigste bei unserem Look. Denn er ist ja so eine coole Socke. So, ja. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Wäre schön, dass es das in wenn es das in Schwarz geben würde. Aber gut, ist ja hier alles machbar. So. So und so. Okay. Oder ein bisschen dunkler reicht ja auch zu. Ich glaube, unser Luke, der wird jetzt nicht mehr frieren. Beziehungsweise hoffe ich das auch. Oh mein Gott. Und dann fahren wir jetzt einfach mal zu dem Lebensmittelladen. Wenn sich das Spiel jetzt nicht aufhängt. Mal nehmen. Okay, perfekt. Perfekt. Und dann kaufen wir mal einen Apfel. So, Luke Harper hat ein neues Outfit entworfen. Und das freut ihn natürlich. Sozial, das passt sowieso gut. Warte mal. Outfit wechseln. Abendkleidung, Alltag. Tu es los. Und dann werden wir zu dem Lebensmittelladen fahren und ein paar Dinge kaufen. Wo ist er denn? Hallo? Was ist das? Wo haben wir denn diesen kleinen verdammten... Ich suche den immer, ich weiß nicht warum. Da nicht, hier nicht, da auch nicht. Oh mein Gott, wenn ich den jetzt nicht finde, ich blamier mich doch schon wieder. Ich blamier mich doch schon wieder. Wo ist denn das Ding? Können wir mal drehen, vielleicht sehe ich dann mehr. Da, vor unserer Nase. Alles klar. Lebensmittel einkaufen. Obst und Gemüse verkaufen. Was haben wir denn? Was haben wir denn Was? Was haben wir denn im Inventar? Obst und Gemüse verkaufen. Wir haben nur die Samen. Die können wir ja allerdings, wie gesagt, nicht verkaufen. Nicht pflanzen, weil wir... bei der Gartenfähigkeit. Hallo? Geht das nicht, während ich im Tagesvieh sitze? Ich weiß es nicht. Weil wir mit der Gartenfähigkeit zu klein sind. So. Und deswegen geht es halt nicht. Deswegen fahren wir jetzt halt zum Lebensmittelgeschäft und kaufen so einen kleinen verdammten Apfel oder so. So, wer bist du? Ebenezer Claver. Klavier? Tatsache. Okay. Ich hätte gern einen Apfel. Achso, in den Wagen legen. Dann hätte ich gern eine Tomate und eine Weintraube. So, die Dinge können wir dann auf jeden Fall pflanzen. Das ist in Ordnung. Fledermaus-Seestern, was es nicht alles gibt. Aha. Interessant. Okay, Objekte kaufen. Insgesamt 17 Simoleons. Krass, jetzt bin ich pleite.
Jetzt ist unser Loop pleite. So, wir haben ja noch Gelegenheiten. Gibt es jetzt? Jetzt geht's wieder. Alles klar. Wir haben ja noch Gelegenheiten. Das können wir auch. Oh mein Gott, 288. Sehr cool. Kleiner Meteorenstein, 23. Und dann würde ich einfach mal sagen, wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Beziehungen, wir laden die Lola jetzt ein. Nach Hause einladen, einladen nach. Genau, und dann gehen wir mit der Lola nochmal ins Kino. Oder etwas essen, was ist das? Kaffeehaus, gib mir 5, alles klar. Oder wie spät haben wir es denn? Ich glaube, wir haben es schon 17 Uhr. Das Bridgemore. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Was haben wir hier? Wassermann. Plasma. Flaniermeile. Interessant. Das ist eine Bar. Sportzone. Aha. Okay, ich würde sagen, wir gehen zum Plasma 501 und dann gehen wir mal schauen, dass wir einen entspannten Nachmittag... Oh mein Gott, es ist 16 Uhr. Naja, fast. Klar, hört sich gut an. Bis dann. Okay, sehr schön, sie kommt. Ich habe mir natürlich auch eure Story-Ideen angeschaut. Oh, bei der einen habe ich leider nicht so ganz durchgesehen, weil die war etwas kompliziert. Und, oh, das Fest. Wow. Und hier ist keiner. Schade. Oh mein Gott. Doch, hier. Wer bist du? Ah, da möchte ich jetzt in diesem Regen nicht unbedingt hin. So, auf jeden Fall machen wir uns jetzt einen gechillten Nachmittag mit der Lola und gucken mal, was sich so ergibt. Und ich wollte es schon eher machen, aber danach werde ich die Lola mal ein bisschen umgestalten und ihr ein paar entspanntere Gesichtszüge geben, weil sie sieht immer so ein bisschen so streng aus, ich weiß nicht. Und deswegen passe ich das einfach nochmal ein bisschen an. Was ist denn jetzt? Willst du nicht oder was? Der war gerade hier draußen und dann lief er wieder rein. Oh nein! Unser Luke ist festgepackt. Nein! Luke! Komm raus! Tu es nicht! Jetzt! Oh, ich wollte gerade sagen. Oh mein Gott. Das ist so die Logik vom Spiel. So, übrigens, heute Abend gibt es wieder einen Stream um 18 Uhr. Und ich wollte euch mal fragen, ich habe mal SimCity angezockt. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt da demnächst mal ein... Naja, ein Part, das ist ja auch Sims, SimCity, Sims, ne? Aber ich weiß es noch nicht, mal schauen. Hallo Lola, was hältst du davon, wenn wir mal reingehen? Lustig. Kann man so schneiden, tu es. Was hält die Lola davon, wenn wir einfach mal reingehen? Okay, wir besuchen das Plasma 501 mit der Lola. Auf geht's! Uhu, dunkel hier. Und nass noch dazu. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir gehen noch hoch. Und danach würde ich den Part erstmal beenden. Auf geht's. Wo ist denn hier der Eingang? Ach ja. Alles klar, wir stehen auf der Rückseite. So, okay. Zur Etage mit. Zur Etage B126. Was ist der Unterschied? Ich weiß es nicht. Kann ich dir leider nicht sagen. Also die Lola, die wird da höchstwahrscheinlich auch frieren, so wie sie rumläuft. Ich weiß auch nicht. Der Rock, der ähnelt einem breiten Gürtel. Mädchen, zieh dir was an. Du kriegst eine Blasenentzündung. Ich sag's dir. Okay, alles klar. So. Die Lola sieht schon ziemlich gewagt aus, das muss man mal so sagen. So, da wären wir. Wer ist denn das? Victoria Boxer, Türsteherin. Komm wieder. Oh mein Gott, das ist ja cool. Ah, wohin? Wo sind wir? Ach, hier. Okay, warte mal.
Wir sind in der falschen Etage, definitiv. Hierhin mit Gruppe gehen. Kommen wir einfach mal dahin. Und... Oh, wir müssen hier rein. Hier ist cool. Hier ist ja echt cool. Schön gechillt, die Atmosphäre. Und oh, oh mein Gott, die Oma ist wieder mit am Start. Das heißt, hier könnten auf jeden Fall auch Geister kommen. Hier steht eine Urne. Was ist das? Ausschalten, einschalten. Schwarzlicht. Oh mein Gott. Schwarzlicht einschalten. Alle Lichter. Wow, okay, ich möchte es gern rückgängig. Ich würde es gern rückgängig machen. Okay, Schwarzlichter ausschalten, alle Lichter. Okay, so ist dann doch besser. Können wir rein? Bestechungsgeld, überregen, um Einlass. Okay, brauchen wir gar nicht. Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, machen wir uns mit der Lola jetzt einen schönen Abend. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss.